Willkommen zur 25. Vorlesung Gabenanalogik. Diesmal gibt es besondere Grüße an Karl Lox, dem ich noch eine E-Mail schulde. Die kommt ganz, ganz schnell jetzt. Womit ich anfangen möchte, ist mit einer kleinen Proposition, die es ermöglicht, effizienter diese Übersetzung vorzunehmen, die wir die letzte Stunde kennengelernt haben, diese Kripke-Jovial-Semantik. Ihr hattet das ja schon einfach allgemein gesehen anhand der Struktur aus einer kurzen internen Aussage, aus ganz wenig Zeichen, die rechts von diesem Backslash Models stehen, von diesem Zeichen, kann dann nach der Übersetzung eine sehr lange und verschachtelte Formel werden. Das ist ein Fakt des Lebens. Das ist auch was Positives in mancherlei Hinsicht, aber von mancherlei Hinsicht ist auch was Schlechtes. Zum Glück gibt es diese Proposition, die zumindest manche Sachen vereinfacht. C ist wie die ganze Zeit in diesem Kapitel irgendein Situs. Und dann können wir Folgendes zum Beispiel festhalten. Angenommen, man hat zwei für alle Quantoren direkt hintereinander. So. Dann würde die Übersetzungsregel, wenn man die verwendet und wenn man die befolgt, dann würde eine Aussage rauskommen, die zweimal solche Stage-Wechsel, das links von dem Zeichen ist auch Stage, vollführt. Einmal irgendwie für alle P von V nach U und dann später für alle Q von W nach V. Das kann man sich aber sparen. Die Aussage bei Proposition, beim ersten Teil der Proposition lautet, dass das dasselbe ist wie so. Für alle V nach U, genannt P, und alle F0 aus F von V und alle G0 aus G von V gilt auf V die Aussage Phi, wenn man für F F0 eingesetzt hat und für G G0. Also anstatt dass man hier zweimal solche für alle Quantoren hat, genügt einer. Eine andere Quantorenfigur, die oft vorkommt, ist folgende. Für alle f aus f gilt phi impliziert psi. Da ist es bei einer wörtlichen Übersetzung auch der Fall so, dass man mehrmals Stagewechsel, zweimal vollführen muss. Der vordere Allquantor wird übersetzt mit für alle v nach u und für alle f, f0 aus f von v. Und dann muss man noch schreiben, auf v gilt das da. Und die Implikation wurde nochmal übersetzt, indem man nochmal zu kleineren Stages übergeht. Auch das kann man sich sparen. Ich kann jetzt hier einfach schreiben, V phi impliziert V psi. Und ich fände es ein bisschen schöner, wenn ich hier nicht das Implikationssymbol verwende, sondern das ausschreibe. Wenn das da, dann das da. Einfach um klar zu machen, dass wir recht auf der rechten Seite jetzt auf der Metalogik sind und nicht mehr innerhalb des Topos. Okay, und dann gibt es noch eine dritte Vereinfachungsregel. Und die ist auch recht interessant. Also nicht nur praktisch, sondern auch interessant. Nämlich, man könnte ja folgende Aussage haben. Es existiert genau ein F von der Sorte F, sodass Phi gilt. So, das Teilchen, es gibt genau ein, das ist nicht offiziell Teil der Sprache, aber wir haben schon vor langer Zeit gesehen, was das eigentlich bedeutet. Das ist nur eine Abkürzung. Wenn ich irgendwo schreibe, es gibt genau ein X aus X mit Phi, dann meint das, erstens, es gibt ein X aus x mit phi und zweitens für alle x, x Schlange aus x, wenn phi gilt und wenn phi auch für das x Schlange gilt, dann sind x und x Schlange gleich. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, den Quantor der eindeutigen Existenz auszudrücken, vermöge normaler Quantoren. Vielleicht kommt euch die in den Sinn, die sind dann aber auch beweisbar zueinander äquivalent. Völlig konstruktiv, gibt es also keinerlei Probleme. So, jedenfalls kann man also halt diese Aussage drin schon haben. Die ist selbst ja schon eine Abkürzung für was Längeres. Wenn man die dann wortwörtlich übersetzt, dann kommt erstmal ein längeres Ungetüm raus.
Aber es stellt sich dann heraus, dass man sie wie folgt vereinfachen kann. Für alle v nach u p, für all solche existiert genau ein Element f0 aus f von v mit phi. Okay, und das ist interessant, denn wenn ihr euch nochmal anschaut, wie die Übersetzung des Existenzquantors definiert war, dann war die definiert unter Zuhilfenahme von Überdeckungen. Also ohne das Ausrufezeichen wäre es völlig falsch zu erwarten, dass irgendein Element f0 aus f von u existiert, für das dann phi gilt. Nur nach Übergang zur Überdeckung hat man sowas. Also nicht auf ganz u gibt es entsprechende Elemente f, sondern nur auf lauter kleineren UIs, die gesammelt U überdecken. Hier allerdings ist es jetzt so, wenn ihr mal den Spezialfall betrachtet, dass man für P die Identität wählt, dass man also die Stage, die hier links dran stand, gar nicht verlässt, dann steht eben dran, dass ein Element F0 aus F von U existiert, sodass das gilt. Das heißt, der Übergang zu kleineren offenen Mengen ist gar nicht mehr nötig beim Quantum der eindeutigen Existenz. Und das lässt sich auch als Motto formulieren, und zwar tatsächlich auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Die obere Art und Weise kennt jeder, der schon mal mit Gaben gearbeitet hat. Die lautet wie folgt: lokale eindeutige Existenz impliziert globale Existenz. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass um jeden Punkt meines Raumes eine Lösung der DGL existiert und wenn ich weiß, dass die auf Überlaps übereinstimmen, Eindeutigkeit, dann weiß ich, dass es insgesamt eine Lösung der DGL gibt, die auf dem gesamten Raum definiert ist. Okay, und wir können das Motto noch ein bisschen anders ausdrücken, nämlich interne eindeutige Existenz impliziert globale Existenz. Ja, denn das, was wir hier haben, ist eine interne, eindeutige Existenz. Guten Morgen. Wie geht der Beweis? Gute Frage. Das finden wir am Montag raus. Oder wann auch immer ihr diese Übungsaufgabe besprochen haben wollt. Es ist eine gute Möglichkeit, vertraut zu werden mit der Kripke-Joyal-Semantik. Es ist nicht schwer, man muss sich nur trauen, die Sachen immer komplett auszuschreiben und dann eben zu sehen, dass man das vereinfachen kann. Ich habe gerade angedeutet, dass es manchmal positiv, manchmal negativ sei, dass die übersetzten Aussagen wahnsinnig lang und kompliziert sind. Ich will gerade noch kurz umreißen, das werden wir noch genauer verstehen, warum es auch sehr, sehr cool sein kann, dass die übersetzten Aussagen sehr lang und kompliziert sind. Nämlich immer dann, wenn die übersetzten Aussagen lang und kompliziert sind, vielleicht mehrmals verschachtelt, vielleicht mehrmals links von der Implikation nochmal Implikationen entstehen, sodass es wirklich schwer wird, darüber nachzudenken. Immer dann hilft einem die interne Sprache halt besonders viel. Weil die interne Aussage kann eine ganz einfache, nicht verhedderte, nicht verworrene Aussage sein. Erst nach Übersetzung mit der Kripke-Joyal-Semantik wird sie kompliziert. Ja? Aber das ermöglicht einem also, als Zwischenschritte in längeren Beweisen Aussagen zu verwenden, an die man sonst nie gedacht hätte, weil sie zu verwickelt gewesen wären. Mit der internen Sprache dagegen werden sie handhabbar. Das ist einer von vielen Gründen, warum es interessant ist, diese interne Sprache zu untersuchen. Okay.
Was wir jetzt gleich machen, ist, ich will endlich spoilern, wie das geht, dass man vorgeben kann, dass jeder Ring ein Körper ist. Ich will nur noch eine Bemerkung vorher bringen zum Thema, wie man, was so ein bisschen die Intuition hinter der Kripke-Girard-Semantik ist. Also, wenn man sowas schreibt, dann gibt es dazu eine gewisse Vorstellung, die man hat. Entweder stellt man sich das in irgendeinem Sinne geometrisch-topologisch vor und man stellt sich das dann vor als Phi gilt auf dem offenen U. Obwohl U vielleicht gar nicht ein offenes von einem topologischen Raum oder von der Örtlichkeit ist, man hat trotzdem diese Vorstellung, dass U irgendwie was Verallgemeinertes in die Richtung ist. Oder als Phi gilt auf der Stage U. Ich freue mich über Vorschläge für eine treffende deutsche Übersetzung davon. Dazu ist es vielleicht gut, wenn ich noch ein bisschen erkläre, was ich mit diesen Stages meine. Ja? Sei etwa x eine Örtlichkeit. Und f eine Garbe auf x. So, dann gibt es zum Beispiel die Elemente von f auf der Stage x. X selbst ist eine offene Teilmenge von x. Ist daher ein Element des Rahmens, der Örtlichkeit von x und daher ein Objekt des zugehörigen Situs. Elemente von f auf der Stage x, das heißt die Elemente von f von x, heißen auch globale Schnitte von f. Okay, und der Punkt ist ein bisschen, dass es von denen oft wenige gibt oder nicht viele interessante. Ich mache gleich ein explizites Beispiel. Gibt es oft wenige? F ist durch sie überhaupt nicht bestimmt. In sehr vielen wichtigen Fällen tobt sich eine Garbe auf den kleinen offenen Mengen aus, nicht auf den großen. So, ein Beispiel wäre, sei x c quer, die Riemannsche Zahlenkugel. Also c mit noch einem Punkt im Unendlichen zugefügt. Und sei O, das hatten wir letztes Mal auch in einem rein algebraischen Kontext. Jetzt ist das holomorphe Analogon dazu. Sei O die Garbe der holomorphen c-wertigen Funktionen auf x. Das heißt also O von U, das sind alle Phi von U nach c, sodass Phi holomorph ist. So, dann gibt es zum Beispiel die Menge der Elemente von O auf der Stage C. C ohne das Quer, das ist eine gewisse recht große offene Teilmenge von C quer. Da ist alles drin bis auf einen Punkt, bis auf den Punkt im Unendlichen. Okay, und das ist eine große und interessante Menge. Da sind ganz viele interessante Funktionen drin. Der Sinus ist da drin, die Exponentialfunktion, ja. Das ist groß und interessant. So, aber wir können uns auch mal die globalen Schnitte anschauen. U von C quer. Das enthält jetzt all die holomorphen Funktionen, die auf C quer definiert sind. Und der Satz von Liouville sagt,
Solche gibt es, aber sie sind nicht besonders spannend, weil das sind nur die konstanten Funktionen. Dagegen enthält O von C quer nur konstante Funktionen. Liouville sagt das. Weil wenn man diese Funktion auf C einschränkt, wird sie beschränkt sein. Weil sie ja auf C quer definiert war, C quer ist Kompaktum, Bild wird kompakt sein. Das heißt also, globale Schnitte sind sehr, sehr langweilig, die können kein interessantes Verhalten zeigen. Kleine lokale Schnitte können dagegen interessant sein. Wenn man die offene Menge hier noch kleiner macht, dann wird es noch spannender, weil irgendwann macht man die Mengen so klein, dass sie keinen Weg mehr um die Null enthalten. Und dann gibt es plötzlich Logarithmen und Quadratfunktionen und so weiter und so fort. So, das ist einfach eine elementare Grundtatsache in manchen Gebieten der Mathematik, dass irgendwie globale Sachen langweilig sind und bei lokalen mehr Spannung dahinter steckt. Wie geht man damit um? Nun, ohne die interne Sprache von Topoi gibt es keine automatische Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Man muss es halt immer bedenken und dann in seinen Formulierungen richtig ausdrücken. Die interne Sprache dagegen, die hilft einem, das ein bisschen automatisiert zu machen. Wenn man bei der internen Sprache startet mit der globalen Stage, also wenn man links vor diesem Backslash Models das Groß X hinschreibt, dann sieht es so aus, als ob das zunächst quasi eine rein globale Aussage wird. Wenn ihr euch dann aber erinnert an die Regeln der Kripke-Jeal-Semantik, da kommen ständig Quantoren hin zu kleineren Stages vor und hin zu Überdeckungen von Stages, Überdeckungen von den offenen. Sodass die interne Sprache also automatisch immer auch die Phänomene auf kleineren Sachen mit einbezieht. Und wenn man also in einem Teilgebiet der Mathematik unterwegs ist, wo man sonst die ganze Zeit explizit mit offenen und kleiner werdenden offenen hantieren muss, dann lohnt sich, das ist dann einer von mehreren Einsatzmöglichkeiten für die interne Sprache. Ich schreibe hier links weiter. Die interne Sprache von diesem Gabentopos führt automatisch passende Stagewechsel durch. Ein ganz einfaches Beispiel wäre, ein ganz elementares Beispiel, wenn ich sowas schreibe wie für alle Schnitte von der Gabe F gilt Phi, dann wäre das eine langweilige Aussage, wenn sie naiv gelesen werden würde. Wenn die Bedeutung davon wäre, für alle Elemente S aus Groß F von X gilt Phi. Weil globale Schnitte gibt es meistens nicht so viele, manchmal gibt es sogar keinen einzigen globalen Schnitt, obwohl die Gabe Lokalschnitte hat. Jedenfalls die echte Übersetzung ist ja, für alle Teilmengen U von X, die offen sind, und für alle S0 aus F von U, gilt, dass Phi auf U gilt. Das heißt, diese Aussage, richtig übersetzt mit der Kripke-Jeal-Semantik, bezieht automatisch Schnitte auf kleineren Stages, auf interessanteren Stages mit ein. Die Kripke-Jeal-Semantik braucht man nicht, man braucht die interne Sprache nicht, weil sie führt ja dann durch Übersetzung doch wieder nur zu externen Aussagen. Aber sie kann einem halt sehr dabei helfen, mit komplizierteren Aussagen Herr zu werden. Ja, während ich sonst vielleicht ganz viele verschachtelte Quantoren habe, halt die halt entstehen, wenn ich die Übersetzung durchführen würde, kann ich stattdessen auch kurze, einfache interne Statements betrachten. Das mit diesen Stages, das ist nicht nur darauf beschränkt, dass man irgendwie von offenen Teilmengen eines Raumes übergeht zu noch kleineren offenen Teilmengen. Das kann auch viel allgemeiner sein. Beispiel in der Analysis, da wählt ihr oft Teilfolgen. Dann ist es so, das kann man sich dann auch als Stages vorstellen und auch formal machen. Am Anfang hat man die Stage, wo einfach jedes Folgenglied dabei ist.
Und dann im Laufe der Zeit merkt man aber, aha, ich kann nur jede siebte Folgenlied nehmen, aha, ich habe Asila Askulieren verwendet, ich muss nochmal eine Teilfolge nehmen und so weiter und so fort. Immer wenn man eine Teilfolge über, zu einer Teilfolge übergeht und dann quasi die gesamte Mathematik reinstoppen lässt in, jetzt lasst nur noch diese Teilfolge betrachten, dann hat man in Wahrheit einen Stagewechsel durchgeführt. Und die interne Sprache von Toppl kann auch dabei helfen, die Haushaltung besser in den Griff zu kriegen. Eine Person, die ein ganz besonders großer Fan davon ist, ist Terence Tao. Der verwendet das als sogenannte Cheap Non-Standard Analysis. Schaut euch mal seinen Blog dazu an. Er verwendet nicht das T-Wort, aber das, was er hinschreibt, ist für jeden, der das T-Wort kennt, erkennbar als Skriptgeschwurzel-Semantik von einem entsprechenden Gabentopos. Gut, gibt es gerade Fragen zu dieser Philosophie? Dann lasst uns sehen, wie man vorgeben kann, dass jeder Ring ein Körper ist. Wenn ihr euch an die letzte Stunde erinnert, da haben wir zum Schluss mehrere Aussagen mal einfach übersetzt. Und zwar Aussagen den topologischen Raum X betreffend, davon die interne Sprache. Das werden wir jetzt nicht brauchen. Wir werden andere Beispiele übersetzen, nämlich solche, die nicht den Raum X betreffen, sondern diesen Situs CA, wobei A ein Ring ist. Sei A ein Ring, wie letztes Mal auch kommutativ und mit 1. Und dann gab es diesen Situs CA. Ich erinnere noch mal ganz kurz an die Definition, damit wir nicht ständig blättern müssen. So, die Objekte davon waren all die Ringelemente. Vielleicht wiederhole ich nicht meinen Fehler vom letzten Mal und nenne die jetzt S aus A. Morphismen gab es folgende: von T nach S genau einen, falls T ein Element ist von Wurzel S. Letztes Mal hatte ich das, glaube ich, geschrieben als Wurzel T Teilmenge Wurzel S. Das sind aber äquivalente Formulierungen. Und die Bedeckung sah so aus, dass die Überdeckungen von dem Element S gegeben sind als all die Teilmengen M, sodass folgendes gilt: Wurzel S ist dasselbe wie Wurzel über das Ideal, was erzeugt wird von für jeden Morphismus der F, der sich in M befindet, seine Quelle. Das sind dann lauter Ringelemente. Das war dieser Situs. Und das ist eine Möglichkeit, das Spektrum von einem Ring A zu definieren. Das Spektrum, wie es aus der algebraischen Geometrie bekannt. Normalerweise wird das immer definiert als ein gewisser topologischer Raum mit einer Zariski-Topologie, dann davon die Örtlichkeit und dann davon der Situs. Dann brauche ich aber Primideale und das funktioniert konstruktiv nicht. Zum Beispiel stimmt folgender Satz überhaupt nicht mehr konstruktiv. Ein Ring, wenn der nicht 0 ist, hat dann ein Primideal. Völlig falsch konstruktiv. Und das hat dann Konsequenzen dafür, dass das, was man mit dem Spektrum von einem Ring machen will in der algebraischen Geometrie, nicht funktioniert im konstruktiven Kontext. Also auch nicht in einem faserweisen, parameterabhängigen Kontext. Ja, wie wir noch ein bisschen besser verstehen werden. Man kann es auch direkt als Situs definieren, ohne diesen Umweg über diese Primideale. Und dann ist es tatsächlich auch viel elementarer im logischen Sinne. Im Sinne von, wir reden nicht über Teilmengen von A, so Primideale, sondern immer nur über Elemente von A. Ihr könntet einwenden, dass hier durchaus Teilmengen von A vorkommen, zum Beispiel hier steht ein Teilmengenzeichen. Und auch das und das sind doch Teilmengen von A. Das kann aber, das ist jetzt nur Notation, das kann ich umschreiben, wenn ich mich daran erinnere, wie das mit diesen Wurzelidealen definiert war, sodass es nur noch Aussagen über Elemente werden. Damit ihr seht, dass ich nichts Krasses meine, nur ein Beispiel. Diese Aussage T-Element Wurzel S, das kann ich umschreiben als es gibt eine natürliche Zahl und ein Ringelement U, sodass T hoch N gleich U mal S ist. Und jetzt kommen da weit und breit keine Teilmengen mehr von A vor.
Das heißt, dieser Situs, der ist elementarer im logischen Sinne, als was man kriegen würde, wenn man die normale Zuriskentopologie und so weiter nimmt, davon die Örtlichkeit davon der Situs. Ich behaupte nicht, dass der Situs, der hier rauskommt, derselbe ist, wie wenn man diese klassische Konstruktion durchführen würde. Das wäre falsch. Das sind verschiedene Siten. Aber ihre Kategorien von Gaben drüber, die sind äquivalent. Und daher sind sie gleich gut. Das sind zwei verschiedene Darstellungen derselben Sache. Die eine funktioniert immer, die andere in klassischer Logik. So, und auf jeden Fall können wir da jetzt mal ein bisschen austoben und da ein paar Übersetzungen anschauen. So, zum Beispiel, sei S ein Element aus A. Ich muss noch an eine zweite Sache erinnern, merke ich gerade, nämlich an diese Garbe O. Ja, das war eine Garbe auf CA. Und O von F war definiert als A atomisiert F minus 1. Brüche, wobei der Nenner irgendwie F-Potent sein darf. So, jedenfalls ist doch dann S Eintel ein Element von O von 1. Also aus Sicht der internen Sprache ein Element von O. Wir haben ein Konstantensymbol dafür zur Verfügung. Und dann können wir zum Beispiel fragen, wann stimmt es eigentlich, dass ein T der Sorte O existiert, sodass S mal T 1 ist? Also wir können uns fragen, wann ist denn eigentlich S invertierbar? Lasst uns rausfinden, wann das der Fall ist. Ja, das heißt, jetzt ist einfach unser allererster Schritt in diesem bestimmten Topos. Da ist übrigens auch der kleine Zariski-Topos von A. Es gibt auch noch den großen. Beide sind auf andere Art und Weise wichtig. Jedenfalls ist das jetzt unser erster Schritt. So, wie können wir das flugs rausfinden, was das bedeutet? Also egal, was ich mache, es ändert nicht so viel, weil es noch recht einfach ist in der Übersetzung und ganz ohne Tipps könnt ihr das schnell hinbekommen. Das, was mir jetzt gerade spontan gefällt, ist, das wie folgt umzuschreiben. Woher weiß ich, dass das ein valider Schritt war? Naja, ich weiß, dass die interne Sprache intuitionistische Logik mitmacht. Das war Theorem Teil 3 von unserem Omnibus-Theorem über die interne Sprache. Und ich weiß, dass ich intuitionistisch beweisen kann, dass die Aussage hier oben äquivalent ist zu der Aussage da unten. Die Aussage unten impliziert sowieso die Aussage oben. Die Rückrichtung gilt auch, denn ich kenne das Lemma, dass in Ringen, in kommutativen Ringen, dass da Inverse eindeutig sind. Und jetzt verwende ich hier den Teil 3, um das übersetzt hinzuschreiben. Das drückt also aus. Bitte. Du hast gesagt, einen kommutativen Ring. Warum können wir jetzt sagen, dass A kommutativ? Weil hier steht, dass es ein kommutativer Ring mit 1 ist. Okay. Meine Ringe sind immer kommutativ mit 1. Weil ich bei Marc aufgewachsen bin, nicht bei Marco. Also, für alle V nach U. Groß U ist das Objekt 1 von dem Situs. Groß V muss jetzt ein beliebiges sein, also F. Und ich muss auch noch quantifizieren über alle Pfeile von V nach U. Solche gibt es aber höchstens einen. Und im Spezialfall, dass U 1 ist, gibt es genau einen. Denn diese Bedingung ist immer erfüllt, wenn das hintere S 1 ist. Weil das von 1 erzeugte Ideal ist das 1 Ideal. Wurzel daraus bleibt das 1 Ideal. Das heißt, die Bedingung lautet einfach, T ist ein Element des Rings. Und das ist so. Also für alle F aus A existiert genau ein T-Element O von F. Das war A atomisiert F hoch minus 1. Sodass auf der Stage F eben gilt, S mal T0 meinetwegen,
gleich 1. Ich hoffe, ich habe mich nicht verwirrt durch die Schreibweise hier mit von dem S. Wenn ich sauber wäre, müsste ich hier S eigentlich schreiben. Und auch hier. Weil S ist kein Element von O von 1. Nur S eintel ist es. Ja, nur ich habe da nicht unbedingt jedes Mal Bock drauf, die geteilt durch 1 dazu zu schreiben. Aber formal müsste es dazu. Gut. Und was bedeutet das nochmal? Naja, das gleiche Zeichen. Davon die Übersetzung war einfach, lass die Stage da vorne weg und treff wirklich der Aussage, dass diese beiden Elemente von solchen Gaben gleich sind. Das bedeutet, wir können das umschreiben zu S Eintel mal T0 ist 1. In welchem Ring nochmal? In dem Ring, in dem wir jetzt momentan sind. Wenn ihr das zu Hause nochmal sehr genau durchgeht, werdet ihr vielleicht auch feststellen, dass ich das noch eine andere Stelle gab, wo ich ein bisschen gemogelt habe oder wo ich noch nicht was dazu gesagt habe. Nämlich, ich habe einfach die Zahl 1 hingeschrieben. Was meinte die denn? Konstanten von O. Als Konstanten von O haben wir all die Elemente von O von 1 zur Verfügung. Okay, O von 1 ist der Ring A adjungiert 1 hoch minus 1. Also A und dann künstlich ein Versus von 1 hinzugefügt, ändert nicht den Ring. Und dann meine ich das bezüglich der Multiplikation der drei Elemente von diesem Ring. Wenn ich da wieder sehr picky wäre, müsste ich auch ein Eintel schreiben. Und hier auch. Und hier auch. Gut. Jedenfalls ist die Aussage, wie sie insgesamt dran steht, äquivalent dazu, dass S invertierbar ist in A. Lasst uns das schnell prüfen. Von oben nach unten. Wenn wir wissen, dass das für alle f gilt, dann insbesondere für 1, dann steht dran, dass es ein T0 aus A adjungiert 1 hoch minus 1, also ein T0 aus A gibt, sodass S mal T0 1 ist. Also gibt es ein Inverses von S. Umkehrung. Angenommen, S ist in A invertierbar, dann ist auch S Eintel in all diesen nachlokalisierten Ringen invertierbar. Und zwar mit folgendem Inversen, was auch immer das Inverse von S war, geteilt durch 1. Okay. Also, das war nichts besonders Spannendes. Das drückt halt aus, dass ein Element in O, oder dass ein Element von A als Element von O in dem anderen Topos angesehen genau dann invertierbar ist, wenn es wirklich invertierbar ist. Wir brauchen dieses Beispiel als erstes Beispiel generell für die Welt und dann, um bei den folgenden Beispielen besser dabei zu sein. Mach ich an einer Tafel. Wie ist denn die Stimmung? Habt ihr Fragen zu dem Beispiel dort? Bitte sehr. In der ersten Experiment haben wir verwendet, dass Inverse in Ringen eindeutig sind. Mhm. Aber eigentlich führen wir dieses Argument intern. Genau. Das heißt, wir müssen ja irgendwie wissen, dass O ein Ring ist. Ah ja. Ja, guter Punkt. Also die Frage ist, ich habe das hier doch intern bewiesen, dass aus dem das da folgt und umgekehrt. Dazu mussten wir aber intern wissen, dass O ein Ring ist und dazu hatte ich gar nichts gesagt. Das stimmt. Das ist aber richtig, dass O ein Ring ist. Das schreibe ich vielleicht hier dazu so. Als Bemerkung. O wird tatsächlich aus interner Sicht zu einem Ring. Wie geht das? Und vielen Dank, dass du mich hier ehrlich gehalten hast. Naja, was ist ein Ring nochmal? Ring ist eine Menge mit Operationen wie Plus und Mal drauf, sodass dann gewisse Axiome gelten. Hier jetzt also ist O eine Garbe zusammen mit gewissen Operationen drauf. Die Addition, das ist ein Morphismus von Gaben von O kreuz O nach O, genannt Plus. Multiplikation ist dann ein Morphismus von O nach O, genannt Mal. Und das wird in Anfängervorlesungen nicht betont, aber aus kategorieller Sicht ist es gut,
die Struktur komplett bis zum Ende hinzuschreiben. Also auch zum Beispiel zu fordern, dass es ein globales, dass es ein neutrales Element gibt. Also die Null bezüglich der Addition. Das sähe dann so aus. Das ist die Multiplikation einstellig. Ja, nee, sorry, zweistellig. Danke, genau. Wie sehen diese Gabenmorphismen hier aus? Also so ein Gabenmorphismus besteht immer aus ganz, ganz vielen Abbildungen. Je eine für jedes Objekt des Situs. Und welche Abbildung nehmen wir da? Naja, wenn x und y Elemente von O von F sind, dann schicken wir die auf x plus y, wobei plus die Addition ist, die wir in O von F nun mal haben. Welche ist das denn? O von F ist einfach dieser Ring. Das ist wieder ein Ring, da haben wir eine Addition drauf. Addition in A addiert F hoch minus 1. Hier habe ich euch in Wahrheit noch was reingeschummelt, nämlich, dass das da gilt. Das ist das kategorielle Produkt in der Kategorie der Gaben. Das ist einfach das kartesische Produkt von Mengen. Das ist nichts Besonderes bezüglich O, das gilt für beliebige Gaben auf beliebigen Sieten. So, und das ist, was ein Ring ausmacht, aber zusätzlich zu den Daten eines Rings gehören auch noch die Ringaxiome. Die müssen erfüllt sein. Ja? Wenn man das so definiert, gilt auf der Stage 1 schon, dass die Ringaxiome gelten. So, ich könnte jetzt die Ringaxiome hinschreiben, zum Beispiel Kommutativität der Addition oder so. Das wäre so ein formaler Ausdruck, ja, für alle x, y gilt x plus y gleich y plus x. Ich könnte den übersetzen mit der Kripke Joyal-Semantik und dann würde ich sehen, dass ich jetzt eine wahre Aussage drinstehen habe. Das heißt, die Tatsache, dass all diese Sachen hier Ringe sind, die Ringaxiome erfüllen, überträgt sich dann zu dieser Sache. Und in dem Sinne ist O wirklich ein Ring aus interner Sicht. Es gibt übrigens einen Grund, warum ich das so betone, dass wir das hier bei der Stage 1 haben. Denn das ist die ultimative Stage für diesen Situs hier. Genauer die Terminale. Das Objekt 1 ist das terminale Objekt in diesem Situs. Für jedes F gibt es genau einen Morphismus nach 1 hinein. Das heißt, wenn wir etwas wissen auf der Stage 1, dann wissen wir es automatisch auch auf allen anderen Stages. Für alle G aus A gilt, auf G gelten die Ringaxiome. Denn von diesem Omnibus-Theorem, über den ich sprach beim letzten Mal, was wir noch beweisen müssen in Auszügen, davon das erste Subtheorem, das hat gerade gesagt, das war Monotonie. Wenn etwas auf irgendeiner Stage gilt, dann auch auf allen Stages, die man durch einen Morphismus erreichen kann. Und das sind dann halt alle. Ja? Wie bitte? Die braucht man auch noch. Ich habe hier nicht alles hingeschrieben. Man braucht auch die 1. So. Und wenn ich ehrlich bin, braucht man auch noch die Negation. Jetzt habe ich alles hingeschrieben. Ja? Das ist das, was einen Ring ausmacht. Wenn ihr das doof findet, dass die 0 und 1 als Teil der Struktur aufgeführt wird, dann gibt es da Möglichkeiten. Erstens, ihr könnt euren Standpunkt ändern, denn das ist schon sinnvoll, das als Teil der Struktur anzusehen. Das ist halt eine nulläre Operation. Und von Homos zum Beispiel fordert man ja auch, dass sie die 1 auf die 1 schicken. Ja? Und wenn man also die 0 und die 1 zur Struktur dazu zählt, dann kann man sich einfach merken, ein Homo bewahrt alle Struktur. Easy. Trotzdem, wenn ihr das unbedingt so machen wollt, wie es manchmal in der Anfängervorlesung gemacht wird, dann lasst hier die 0 und die 1 weg. Dann ist die nicht Teil des Datums.
dann ändern sich die Ringaxiome auf kleine Art und Weise. Anstatt zum Beispiel auszudrücken, für alle x gilt 0 plus x gleich x plus 0, wobei sich 0 eben auf die konstante 0 bezieht, die Teil des Datums ist, sagt man dann, es gibt irgendein Null-Element, sodass für dieses gilt, für alle x gilt 0 plus x gleich x plus 0. Ja, also dann ändern sich ein bisschen die Ringaxiome, aber diese anderen Ringaxiome sind dann auch erfüllt in der internen Sprache. Okay, aber dieser Satz, es gibt so das für alle, das ist dann nicht geometrisch. Ist nicht geometrisch, aber du hast ganz recht, also die Aussage, es gibt einen Null, so das für alle, ist nicht geometrisch. Aber wir haben die Beschränkung auf geometrische Logik jetzt verlassen. Rechts von diesem Zeichen können beliebige Aussagen von intuitionistischer Logik stehen, mit für alle Quantoren, mit Implikationen. Und tatsächlich, wir werden sogar lernen, wie dort unbeschränkte Quantifikation vorkommen kann. Das ist, wenn man nicht sagt, für alle Elemente klein x aus groß x, sondern wenn man sagt, für alle groß x, für alle Mengen. Und wir werden lernen, wie man höhere intuitionistische Logik dort interpretieren kann, sowas wie für alle Teilmengen gilt. Für alle Funktionen von dort nach dort gilt. Also du kannst echt, und außerdem werden wir noch lernen, wie man abhängige Typen verstehen kann, rechts von diesem Ding. Ich nehme an, viele von euch wissen nicht genau, was ein abhängiger Typ ist. Ich verspreche euch aber, dass ihr alle abhängige Typen schon verwendet habt, ohne zu wissen, dass es gerade abhängige Typen sind. Beispiel für einen abhängigen Typ ist R hoch N. Ja? Okay, deswegen habt ihr es schon mal verwendet. Und das geht eben in der internen Sprache auch. Und so ist es dann tatsächlich wahr, dass alles, was man so in der Mathematik macht, mit Ausnahme von gewissen Sachen in der Mengenlehre, dass man die auch rechts von diesem Zeichen machen kann, in der internen Sprache machen kann. Solange es konstruktiv ist. Ja? Also, aber wie ist es, wenn man jetzt zum Beispiel nur da jetzt nicht zur Struktur dazu nimmt? Dann hat man ja jetzt hier so ein, als existiert. Das ja. Ist ja schon etwas nebulös. Also, ich meine, das ist ja, also mit Umständen ist es eine scheinbar schwächere Aussage. Mhm. Ja, also hier wird gerade bemerkt, dass mit dieser weniger coolen Definition von Ringen, die nur fordert, dass es ein Nullelement gibt, dass die Übersetzung a priori eine andere ist. Das ist richtig, weil aus der internen Aussage, es gibt ein Nullelement, wird halt auf einer offenen Überdeckung gibt es jeweils irgendwelche Nullelemente. Das ist zunächst einfach ein Fakt des Lebens und nicht weiter schlimm, weil aus interner Sicht gelten halt trotzdem die Ringaxiome. Zum anderen aber haben wir noch was, nämlich es gibt auch dann so ein Lemma in der LA1, dass das neutrale Element von einem Ring eindeutig ist. Und das führt zusammen mit dieser Vereinfachungsregel 3 wieder dazu, dass all die lokalen Nullelemente, die auf einer offenen Überdeckung existieren, verkleben zu einer globalen Null, genau zu etwas wie hier. So dass es tatsächlich keinen Unterschied zwischen diesen Dingen gibt. Ja. Okay. So, dann lasst uns noch was. Einfach mal ausrechnen. Für alle S aus O gilt, wenn S nicht invertierbar ist, dann ist S nilpotent. So, was bedeuten jetzt diese Häkchen? Nicht erschrecken, das hat nichts mit Gödel-Nummerierung zu tun. Wir verwenden die jetzt hier in einem anderen Kontext, nämlich wie folgt. Ich folge hier Mike Schulman, der das etabliert hat. Rechts von diesem Zeichen dürfen eigentlich nur formale logische Aussagen stehen, mit Quantoren und so. Das da sind aber noch deutsche Wörter, invertierbar oder nilpotent. Die Häkchen deuten an, dass das, was innerhalb der Häkchen steht, von der Leserin noch übersetzt werden muss in formale Sprache. Und zwar mit Hilfe der gängigen Konventionen. Und dann soll man das sich stattdessen denken. Das heißt, ausgeschrieben wäre das nicht, es existiert ein T aus O, so dass S T1 ist, impliziert eine riesige Disjunktion über alle natürlichen Zahlen, so dass S hoch N 0 ist. Ihr hättet das hier rechts vielleicht anders geschrieben, vielleicht hättet ihr das mit einem Existenzquantum geschrieben. Dann hättet, also irgendwie so, es existiert ein N-Doppelpunkt, sodass S hoch N gleich 0 ist. Das ist auch okay, aber wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir das wirklich machen können, weil ihr müsstet schon rechts von dem Doppelpunkt jetzt die Garbe nennen, aus dem N ein Element ist oder aus dem dann gezogen werden soll. Okay, und das ist, muss das entsprechende Analogon in diesem Tropos der Menge der natürlichen Zahlen sein.
so ein Objekt gibt es, das heißt dann auch, so eine Gabe gibt es, die heißt dann auch Natural Numbers Object. Und zufälligerweise ist das die Garbe, die konstante Garbe n. Und wenn man das dann alles macht, dann wird das äquivalent sein zu dem. Das ist aber einfach ein bisschen leichter für uns im Umgang. Also sobald wir verstanden haben, wie das hier wirklich funktioniert, werden diese beiden Fragmente zueinander äquivalent sein. Gut, auf jeden Fall lasst uns mal sehen, dass das stimmt. Ja? Dazu einmal übersetzen. Für alle f aus a, und ich verwende gleich diese Vereinfachung hier, für alle f aus a und s aus o von f gilt, wenn auf f wir das da haben, dann haben wir auf f das da. Okay, und das können wir ja auch noch ein bisschen vereinfachen hier. Die Negation ist ja einfach eine Implikation nach bottom. Das heißt, das bedeutet, für alle g aus Wurzel f, eigentlich müsste ich sagen, für alle Objekte g aus dem Situs und für alle Morphismen von g nach f. Aber so ein Morphismus gibt es genau dann, wenn g ein Element aus Wurzel f ist. Falls auf G gilt, dass das ein Inverses hat, dann gilt auf G Bottom. Jetzt ist es nahezu fertig übersetzt. Schauen wir uns noch die einzelnen Teile an. Und dann sind wir gleich bei einer vollständig externen Aussage. Und dann können wir sehen, dass sie wahr ist. So, was bedeutet das nochmal? Das bedeutet, dass es eine Überdeckung von G gibt, die durch null Elementen besteht. Anders formuliert, die leere Menge überdeckt G. Und wenn man sich hier nochmal anschaut, was das bedeutet, heißt es, dass Wurzel aus runde Klammern G dasselbe ist wie Wurzel aus runde Klammer auf, runde Klammer zu. Klammer auf, Klammer zu, das ist von gar keinen Elementen erzeugte Ideal. Das ist dasselbe wie das Null-Ideal. Mit der Wurzel draus kommt dann das Nil-Radikal raus, die Menge derjenigen Elemente, die nilpotent sind. Die Aussage ist dann äquivalent zu der und das ist äquivalent dazu, dass G nilpotent ist. Okay, und das da oben, das haben wir nicht ganz hier rechts gesehen, was das bedeutet, denn da haben wir immer die Stage 1 vorne gehabt. Denn ich wollte das allererste Beispiel einfach halten. Wir hätten das hier aber auch immer irgendwas Stage G machen können. Und dann wäre dann Folgendes rausgekommen. S0, was ja ein Element von A adjungiert F hoch minus 1 ist, ist in dem verfeinerten Ring A adjungiert G hoch minus 1 invertierbar. Ja, da gehen jetzt zwei, drei Zwischenschritte ein, so ähnlich wie rechts, die ich ausspare. Was meine ich eigentlich mit diesem Ist-In zur Erinnerung? Es gibt einen Ringhomo von AF hoch minus 1 nach AG hoch minus 1. Das weiß ich deswegen, weil wir diese Beziehung haben zwischen F und G. Und so kann ich immer wenn ich einen Nenner f habe, das wäre hier in diesem Fall ein Nenner s, kann ich den umformulieren zu einem Nenner, der eine T-Potenz ist. Ich muss nur erweitern mit u, Zählernenner, und dann steht eine T-Potenz dran. So gibt es hier also einen kanonischen Homo nach rechts und der ist implizit hier noch dabei.
So, das jedenfalls ist die übersetzte Aussage. Und jetzt will ich mal sehen, dass die stimmt. Jetzt beweise ich das. Das wird nur noch mündlich passieren, weil das dann schnell erledigt ist. Ja? Ich werde noch eine Frage. Bitte. Dieses Zeichen. Habe ich eine klassische Schlussregel angewandt? Für dieses ihr Glänzzeichen? Ja. Nein, nein, nein. Okay. Das war gerade die Frage, ob hier eine klassische Schlussregel angewendet wurde. Das war nur die kryptische Übersetzung, genau, richtig. Für alle kleineren Stages als F sollte auf dieser Stage das da gelten, dann gilt Bottom auf der Stage. Ja. Okay, lasst uns das sehen, dass das stimmt, okay? Sei also ein F aus A beliebig und sei ein S0 aus O von F beliebig. Gelte das da vorne, zu zeigen das da hinten. Wir wissen also, für alle G gilt bla bla bla. Jetzt lasst mal speziell für G F einsetzen. Das ist okay, weil F ist sicherlich ein Element aus Wurzel, Klammer auf F. Gut, dann wüssten wir also, dass das da impliziert. Kurzer Check. Lass mich kurz nachdenken, dass ich das richtig mache. Ich will nämlich darauf hinaus, dass das trivialerweise erfüllt ist. Und dazu, sorry, nehme ich nicht für GF. Ich nehme für G, wenn ich das jetzt gleich beweise, für G wähle ich S0 mal F. Tut mir leid, ich habe es gerade falsch gesagt. Wir wählen für G S0 mal F. S0 mal F ist auch ein Element von Wurzelklammer auf F. Passt also. Und jetzt kommt der Witz. S0 ist sicherlich in A adjungiert ein Inverses von S0 mal F invertierbar. Denn wenn S0 mal F in dem Ring invertierbar ist, dann sind auch all seine Faktoren invertierbar. Das ist so ein Lemma über kommutative Ringe. Wenn ein Produkt invertierbar ist, ist dann auch all seine Faktoren. Also ist auch das S0 invertierbar. Das heißt, das, was hier in Blau steht, das ist dann erfüllt für diese spezielle Wahl von G. Also ist das G nilpotent. Also ist das S0 mal F nilpotent. Gut. Das heißt, lasst mich hier einfach sketchy so ein bisschen weiterschreiben. Das heißt, wir wissen, S0 mal F hoch irgendeinem N ist 0. Ja? In dem entsprechenden Ring, um den es geht. Im Ring A. Gut, und das ist doch fast genau das, was wir zeigen müssen. Idealerweise hätten wir jetzt gezeigt, dass einfach S0 zu einer gewissen Potenz N 0 ist. Und das haben wir nicht ganz geschafft zu zeigen, mussten wir aber auch nicht. Denn wir können damit schon folgern, dass auf der Stage F gilt, dass S0 hoch N 0 ist. Warum? Die Übersetzung von dem lautet, dass S0 hoch N 0 ist, nicht in A, sondern in A adjungiert F hoch minus 1. Und wenn wir diese Gleichung in A haben, dann haben wir sie auch in allen lokalisierten Ringen. Wir haben sie also auch in diesem Ring. Dort ist F invertierbar. Das heißt, wir können das F hoch N aus der Gleichung kürzen und S0 hoch N gleich 0 bleibt übrig. Wir haben also auf F das da dran stehen. Und insbesondere können wir das abschwächen zur unendlichen Disjunktion. Da geht jetzt entweder intuitionistische Logik ein, dass ich weiß, wenn S0 hoch N 0 ist, dass es dann auch S0 hoch irgendwas 0 ist. Und dann geht auch der Satz ein, dass die interne Sprache intuitionistische Logik mitmacht. Oder es geht einfach die Übersetzung der kryptischen Somalsemantik ein. Ich muss eine Überdeckung von F finden, sodass auf jedem Teil der Überdeckung jeweils S0 hoch so und so viel 0 ist. Ich überdecke F nur durch F. Das kann ich machen. Und ich will halt als das eine N das N, was hier steht. Möglicherweise war das gerade ein bisschen schnell, dann macht es zu Hause nochmal nach. Es ist nichts Schwieriges, es ist nur etwas, was man halt einmal machen muss. Jedenfalls haben wir damit diese Aussage hier bewiesen, dass das intern gilt. So, lasst mich ein Zitat finden, ich hoffe, ich finde es schnell genug. Man kann sich mich fragen, warum das geil ist. Und ich will das gleich erklären, warum es geil ist, aber vorher noch mehr Mysterium dazu angeben.
Also, Tierney hat in den 70er Jahren einen Artikel geschrieben. Dort bemerkt er, dass Mulvey das als erstes entdeckt hatte. Und er kommentiert es dann wie folgt. Diese Aussage hier is surely important, for its precise significance is still somewhat obscure. As with many of those non-geometric statements. Non-geometric im Sinne, wie wir es gelernt haben, kommt die Konjunktion vor, kommt ein Negationszeichen vor und so. Warum ist das jetzt so krass? Das werden wir noch am Ende der Stunde ein bisschen genauer thematisieren, aber es stellt sich heraus, dass der Topos, in dem wir gerade arbeiten, also der kleine Zariski-Topos von A, dass der eine gewisse Theorie klassifiziert, eine nicht-propositionale, hier zufälligerweise auch, aber egal, eine geometrische Theorie. Und man weiß aus einem abstrakten Metatheorem, dass deswegen automatisch all die Aussagen intern im Topos gelten, die von dieser Theorie impliziert werden, die aus den Axiomen dieser Theorie folgen in intuitionistischer Logik. Das da ist aber keine der Aussagen, die einfach aus den Axiomen dieser Theorie folgen. Die Theorie, um die es geht, das ist die Theorie der lokalen Lokalisierungen von A. Also die Theorie derjenigen Ringe, die zufälligerweise lokal sind und zufälligerweise eine Lokalisierung von A. Und wenn man eben dafür sich die Axiome hinschreibt, dann ist es keinesfalls so, dass die Aussage, die wir jetzt gerade bewiesen haben, folgt. Das macht sie ein bisschen besonders. Sie gilt trotzdem. Ja? Dieses Theorem gilt halt nur in eine Richtung. Und man ist immer sehr, sehr happy über jede nicht-geometrische Aussage, die man findet und die trotzdem erfüllt ist, weil das quasi eine nicht offensichtliche Aussage ist, die man entdeckt hat. Eine, die nicht einfach folgte aus den Axiomen der gegebenen Theorie. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man konkret diese nutzbringend einsetzen kann. Es ist ganz erstaunlich, wie weit man diese Aussage ausschlachten kann. In meiner Arbeit habe ich das bis dahin getrieben, dass ich mithilfe der internen Sprache einen einfachen Beweis von Grothendieck's Generic Fineness Lemma gebracht habe. Das kennen jetzt eventuell nicht alle, das ist ein Lemma aus der algebraischen Geometrie, was man braucht im Aufsetzen der Theorie der Modulräume im algebraischen Setting. Und das hat halt normalerweise so einen 3-4-seitigen Beweis mit so 7 Reduktionsschritten, sei erstmal der Ring ein newtonscher Integritätsbereich und dann dies und dann das. Und irgendwann hat man das, den klassischen Beweis mit dem Stax-Projekt zum Beispiel nachlesen. Und unter Verwendung von dieser Einsicht da oben gibt es halt auch einen Beweis, der in 4 Zeilen Platz hat. Meinetwegen 6 Zeilen, wenn man nicht übertreibt oder so. Ja? Aber wirklich ein kurzer, einfach zu merkender Beweis. Also die Aussage da oben, die hat es in sich. Also ich will euch zeigen, wie das geht, indem wir jetzt ein bisschen überspringen. Ich will nicht mehr alle Übersetzungen per Hand nachmachen, sondern ein paar Sachen einfach angeben. Zum Beispiel, der Ring A ist genau dann reduziert, wenn aus interner Sicht der Ring O reduziert ist. Was war nochmal ein reduzierter Ring? Ein Ring R heißt reduziert genau dann, wenn alle Nilpotenten in dem Ring schon 0 sind. Wenn also die Zahl 0 das einzige nilpotente Element ist. Also, wenn A reduziert ist, dann folgt sogar Folgendes. Für alle S von O gilt, wenn S nicht invertierbar ist. So, dann folgt zunächst, dass S nilpotent ist. Aber wie hier geschrieben, der Ring O ist dann auch reduziert. Und wenn das Teil nilpotent ist, ist es daher 0. So ist S gleich 0. Das heißt, in diesem Sinne, wie es jetzt dran steht, ist dann O ein Körper. Das ist eine Körperbedingung. Das ist nicht die einzige mögliche in konstruktiver Mathematik, weil die klassische Körperbedingung, die ihr kennt, könnt ihr auf mindestens 3 Arten und Weisen ausdrücken. Ihr könntet sagen, jedes Element ist 0 oder invertierbar. Ihr könntet sagen, wenn ein Element nicht invertierbar ist, ist es 0. Oder ihr könntet sagen, wenn ein Element nicht 0 ist, dann ist es invertierbar. Das sind mal mindestens 3 Möglichkeiten. Und die sind konstruktiv alle verschieden. Aber zumindest ist es halt ein Körper in diesem Sinne. Ja? Das ist also eine Möglichkeit, aus jedem reduzierten Ring ein Spiegelbild von ihm selbst zu bekommen, welches dann als Körper durchgeht, in konstruktiver Logik.
Es gilt noch was anderes, sogar für beliebige Ringe, nämlich folgendes. Der Ring O ist lokal. Wann ist nun mal ein Ring lokal? Die klassische Definition davon lautet, R besitzt genau ein maximales Ideal. Das ist aber nicht die Definition, die wir verwenden, weil sie sich im konstruktiven Kontext nicht gut verhält. Wir verwenden folgende Definition, die gleichzeitig elementar ist im logischen Sinne, referenziert nicht Teilmengen, und die in klassischer Logik äquivalent zur, der hier durchgestrichenen ist. Nämlich 1 ist nicht 0 in R und für alle xy aus R sollte x plus y invertierbar sein, dann ist x invertierbar oder y invertierbar. Immer wenn die Summe von Ringelementen invertierbar ist, dann ist auch schon mindestens eines invertierbar. So, und unabhängig davon, ob A lokal ist oder nicht, ist automatisch immer O ein lokaler Ring. Müsst ihr mir nicht glauben. Ihr könnt die Axiome da eben hier einsetzen und dann das nachrechnen. Wenn man die interne Welt noch nicht kennt, ja, dann ist die einzige Möglichkeit, Fakten über sie zu gewinnen, die, dass man einfach mal probiert, eine Aussage hinschreibt, sie übersetzt und dann schaut, ob sie stimmt. Sobald man aber schon ein paar Fakten aus der in der internen Welt kennt, ist man nicht mehr auf dieses umständliche Vorgehen angewiesen. Dann kann man auch einfach intuitionistisch schließen mit den Fakten, die man schon hat und dadurch neue Fakten ableiten und weiß dann, dass deren Übersetzung auch gelten muss, weil ja die interne Sprache konstruktive Logik mitmacht. Okay, und warum ist das jetzt geil? Das kann man jetzt auch wieder auf die Spitze treiben, aber ich möchte euch ein ganz grundlegendes Beispiel dafür zeigen. Lasst uns folgende Behauptung aus der Ringtheorie beweisen. Sei M eine Matrix über A mit n Zeilen und m Spalten. Sei M als lineare Abbildung aufgefasst, surjektiv. So, wenn A ein Körper wäre, würde man jetzt erwarten, dass M, die Anzahl der Spalten, mindestens so viel sein muss wie N. Man weiß aus der linearen Algebra, dass anders eine Matrix nicht surjektiv sein kann. Und das ist auch genau das, was wir jetzt beweisen wollen. Dass m mindestens so viel ist wie n. Wie gesagt, wenn a ein Körper wäre, wäre es klar. A ist aber irgendein Ring. Vielleicht nicht mal ein Integritätsbereich. Keine Ahnung. So, wie kann ich das beweisen? Das stimmt in der Tat für beliebige Ringe. Und ich führe euch jetzt einen Beweis vor. Wir bemerken zuerst, dass für lokale Ringe die Behauptung klar ist. Für lokale Ringe ist die Behauptung klar. Oder bekannt oder was auch immer. Ich lade euch ein, den Fall für lokale Ringe einfach einmal selbst zu machen. Ist nicht schwer, braucht 3 Minuten, ist so ähnlich wie der Gauss-Algorithmus. Das ist die Definition von Lokalität. Ihr braucht keinerlei weiteres ringtheoretisches Vorwissen außer der. So, also wir akzeptieren jetzt kurz, für lokale Ringe gibt es einen konstruktiven Beweis davon. Ist die Behauptung klar? Ja? Jetzt ist die Frage, was hilft mir das? A ist ja vielleicht kein lokaler Ring. Aber O ist ein lokaler Ring. Wir können folgern, dass m größer gleich n ist, ja, ich drücke das ein bisschen anders aus, nämlich so, wie ich es ausdrücken muss. Es tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen hässlich aussieht, nämlich das da. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht m größer gleich n hinschreiben in der internen Sprache, weil ich größer gleich nicht definiert habe. Aber ich kann sagen, es gilt eine Disjunktion.
Eine Disjunktion über folgende Menge von Formeln. Die Menge von Formeln enthält höchstens ein Element, nämlich top. Und zwar enthält sie es genau dann, wenn m größer gleich 1 ist. Das kann ich jetzt wirklich intuitionistisch folgern. Vielleicht zwei, drei Details dazu noch. Wir haben diese Matrix M. Das ist eine Matrix über A, besteht also aus n mal m vielen Zahlen. Die Bedingung, dass die Matrix M als lineare Abbildung aufgefasst surjektiv ist, die kann ich als so Gleichungsbedingungen schreiben. Ich kann sagen, okay, es gibt ein U-Bild für E1, den ersten kanonischen Vektor, es gibt ein U-Bild für E2, für E3 und so. Ich brauche n Gleichungen dieser Art, n Vektorgleichungen, um zu kodieren, dass m als lineare Abbildung surjektiv ist. So, das sind dann einfach Gleichungen zwischen irgendwelchen Ringelementen von A. Hier kommen Existenzquantoren vor. Ja? Es existiert ein Urbild von E1. Meinetwegen schreibe ich es einfach hin. Es existiert in V, sodass m mal V gleich E1 ist. Ja? Und dann so weiter. Bis wir zum Schluss sind bei es existiert in V, sodass m mal V gleich En ist. So, das ist jetzt die Surjektivität von m kodiert. Jedenfalls, das hier sind jetzt Gleichungen zwischen Ringelementen. Zwischen Ringelementen von A. Diese Vs, die gibt es wirklich und die kann ich mir auch eingesetzt denken. Ja, steht da dran, dass es die gibt. Ich vertraue meiner eigenen Metalogik. Das muss ich immer tun. So, jedenfalls, diese Gleichungen gelten auch alle in A. Gelten alle in A, deswegen gelten sie auch alle in O. Auf der Stage 1. Denn O auf der Stage 1 ist einfach A. Und die Übersetzung der Gleichheit war so definiert, dass man nichts machen muss, sondern einfach das nochmal hinschreibt. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, diese beliebige Disjunktion, die du da hast. Ja. Wie ist das zu lesen? Also das ist top und top? Das ist eine Disjunktion über eine ganze Menge von Formeln. Ja. Und die Menge von Formeln steht hier. Okay. Ach so, verstehe. Und wenn m kleiner als n wäre, wäre sie leer und damit... Genau. Und dann stünde da bottom dran, ja. Hätte ich übrigens auch wirklich so machen können. Hängt euch nicht an dem Aspekt auf. Ich kann auch einfach schreiben, wenn euch das leichter fällt, ja, dann lasst das ein bisschen ändern. Lasst dahin schreiben, sei m kleiner n und dann wird die Behauptung bottom sein. Das ist übrigens auch konstruktiv äquivalent einfach. Ja. Ich hab jetzt hier nichts Krasses gemacht. Und dann wird hier die Behauptung sein, die wir dann intern zeigen können, bottom unter diesen Voraussetzungen. Das ist noch nicht das, was wir zeigen wollen, weil wir wollten Bottom zeigen. Ja? Aber das ist trotzdem das Zwischenergebnis, was wir jetzt halt haben. Ja? So, momentan ist noch ein kleiner Fehler in der Behauptung, korrigieren wir gleich. Jedenfalls, also M ist gegeben als surjektiv. Das bedeutet, wir haben also was. Wir können nun diese Gleichung auch reinbringen nach O. Dann versetzen wir uns in die Sicht vom kleinen Zariski-Topos. Und sehen, aha, interessant, da haben wir ja so Gleichungen gegeben. Also ist dasselbe Zahlenschema von der Matrix, nur jetzt als Elemente von O aufgefasst, also ist das surjektiv. Also, wegen dieser bekannten Aussage, folgt Bottom. Denn M ist kleiner n und in dieser Situation folgt halt Bottom. Also sind wir jetzt hier angelangt. Ich mache gleich weiter, will nur noch eine Bemerkung bringen, nämlich... Ihr seht, dieses Business der internen Sprache, wenn ich das verwenden will, nicht einfach um Logik zu betreiben, sondern wenn ich das verwenden will, um einfacher Beweise in anderen Teilgebieten der Mathematik zu führen, zum Beispiel der Algebra, hier das da, ja? Dann lebt die interne Sprache davon, dass ich immer rein und rausgehe von ihr. Dazu brauche ich ein Wörterbuch, ja? Was mir zum Beispiel sagt, genau dann ist M surjektiv als normale lineare Abbildung, wenn das Spiegelbild von M, das Abbild von M in der internen Welt surjektiv ist. Und dieses Wörterbuch muss man halt einmal sich anlegen und dann kann man es immer verwenden. Und große Teile von meiner Arbeit haben darin bestand, dass ich dieses Wörterbuch anlege und ihr habt einfach, keine Ahnung, 20 Wörterbucheinträge in dieser Arbeit. Ja? Also kann man verwenden, ist schon ausgearbeitet. Jedenfalls lasst uns mal schauen, was das dann bedeutet. Das hatten wir vorhin auch schon. Ich muss das nur nochmal abschreiben. Das drückt also aus, dass 1 nilpotent ist in A. Das heißt, irgendeine Potenz von 1 ist 0. Potenzen von 1 sind aber immer 1.
Das heißt, wir haben jetzt gesehen, also ist 1 gleich 0 in A. So, und das war die Behauptung, die ich eigentlich zeigen wollte. Ich wollte nicht Bottom zeigen, ich wollte 1 gleich 0 zeigen. Das war gerade der Fehler, der hier noch drin steckt. Wenn nämlich 1 gleich 0 im Nullring gilt, dann ist es in der Tat möglich, dass eine Matrix surjektiv ist, ohne dass diese Bedingung an M und N erfüllt ist. Dann ist jede Matrix surjektiv, jede Matrix auch injektiv und es ist niemals etwas zu zeigen. Also seht ihr das? Durch diesen Trick mit der internen Sprache konnten wir einfach OBDA sagen, dass unser Ring lokal war. Und wir hätten sogar, das haben wir für diesen Beweis konkret nicht gebraucht, aber wir hätten sogar OBDA sagen können, dass der Ring das da erfüllt. Und das ist was Mächtiges. Umformulieren? Wie? Nein, den Beweis davon zeigen? Nein, ich meine, das ist ja falsch mit der neuen Formulierung. Doch, auch die neue. Ja, vielleicht sollte ich. Ich schreibe das nochmal genau hin, was ich meine, ja? Für lokale Ringe gibt es einen einfachen, konstruktiven Beweis der folgenden Aussage. Ja, du hast schon recht, das war unsauber. Also für lokale Ringe gibt es einen einfachen konstruktiven Beweis der folgenden Aussage. Sei M aus A hoch N kreuz M, oder lasst uns R jetzt schreiben, um Verwirrung zu vermeiden. R lokal, M surjektiv, M kleiner N, dann Bottom. Ja, das kann ich recht leicht konstruktiv beweisen. Ihr seht jetzt auch, warum ich so abgehe auf konstruktive Logik. Ja, konstruktive Logik ist halt die einzige Logik, die in jedem Topos gilt. Und es ist nützlich, weil obwohl ich etwas... Also ich will hier eigentlich was für Ringe beweisen. Das ist eine Aussage über Ringe, die kann sich genauso in einem Übungsblatt zu kommutativer Algebra finden. Und ich beweise das jetzt, indem ich mehr Fakten noch dazu nehme. Ich muss mich aber darauf beschränken, dass all die Fakten, die ich verwende, konstruktiv bewiesen wurden. Ich hole automatisch noch mit rein die Zusatzvoraussetzung, dass A lokal war, und automatisch die Zusatzvoraussetzung, wenn ich das nicht bräuchte, dass A ein Körper ist in diesem Sinne. Und gerade die Bedingungen könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr ein bisschen Algebra gehört habt, die vereinfacht das Leben enorm. Denn ein Ring, der diese Bedingungen erfüllt, der wird extrem viel leichter aus ringtheoretischer Sicht. Körper sind die einfachsten Arten von Ringen direkt nach dem Nullring. Haben zum Beispiel nur genau zwei Ideale, ne? In klassischer Logik. Da ist das irgendwie cool. Ich will noch ein anderes Beispiel anschreiben und dann machen wir nochmal was Neues. So, einfach noch ein Beispiel. Aus dem einfachen konstruktiven Beweis der folgenden Behauptung folgt automatisch die und die kompliziertere Aussage. Die einfache Behauptung soll folgendes sein. Sei M eine surjektive Matrix über einem lokalen Ring, so ähnlich wie eben, dann ist der Kern von M
Das ist irgendein Untermodul von a hoch m. Dann ist der da frei. Wann war nochmal ein Modul frei? Genau dann, wenn er eine Basis besitzt. Modulen über Körpern besitzen immer Basen, zumindest wenn man das Außerhalbaxiom akzeptiert. Modulen über Ringen besitzen meistens keine Basen, auch nicht so viel Außerhalbaxiom, wie man möchte. Aber manchmal sind halt Sachen dann schon frei, besitzen schon eine Basis und das ist eine Situation. So, mit der internen Sprache des kleinen Zariski-Topos folgt automatisch folgende Aussage. Sei M eine surjektive Matrix über einen beliebigen Ring. Beliebig heißt weiterhin kommutativ und mit 1. So, es wäre jetzt falsch, wenn ich hinschreiben würde, dann ist Kern von M frei. So wie es jetzt gerade dran steht, wäre es eine Falschaussage. Was ist das Einzige, was wir ableiten können? Wir können ableiten, dass aus Sicht der internen Sprache Kern von M frei ist. Wir können also ableiten, aus Sicht der internen Sprache gibt es Existenzquantor V1 bis VL, nämlich die Basisvektoren, sodass die V1 bis VL wirklich eine Basis vom Kern von M bilden. So, aber der Existenzquantor, das ist hier wirklich ein Existenzquantor, ich kann den auch nicht verstärken zu einer eindeutigen Existenz, deswegen meint der in der Übersetzung lokale Existenz. Das heißt, es gibt nicht wirklich eine Basis von Kern M, es gibt nur lokal eine Basis von Kern M. Das ist jetzt einfach ein Begriff aus der kommutativen Algebra und ich erinnere kurz daran, was der bedeutet. Das heißt, es existiert eine Zerlegung der 1 von dem Ring, Fi, endlich, sonst könnte ich es nicht hinschreiben, sodass der Kern von M weg von Fi hoch minus 1 als Untermodul von A hoch M weglokalisiert von Fi, sodass diese Sachen alle frei sind. Sodass das da für jedes I frei ist. Das ist einfach eine Sprechweise in der kommutativen Algebra, die sehr nützlich ist. Hat auch einen direkten Bezug zur algebraischen Geometrie, dass man sagt, irgendeine Ringeigenschaft gilt lokal. Dann meint man immer, dass es eine Zerlegung der 1 gibt. Die führt nämlich zu einer Überdeckung von dem gesamten Spektrum durch offene Teilmengen, sodass für die lokalisierten Dinge jeweils diese Eigenschaft gilt. Wie verhält sich diese Eigenschaft zu projektiv? Also impliziert sie projektiv? Oder? Genau, es gibt folgende Aussage, die man konstruktiv beweisen kann. Ein Modul ist genau dann endlich erzeugt und projektiv, wenn er lokal frei von endlichem Rang ist. Okay. Und eine Möglichkeit, das zu beweisen, ist mit dieser Sprache hier. Dann wird das schön. Das hat mir Marc zu seinem 40. Geburtstag geschenkt übrigens. So, ich will jetzt nur noch eine Sache einführen, nämlich den klassifizierenden Topos von einer nicht notwendigerweise propositionalen geometrischen Theorie. Wir hatten das Beispiel schon, da hatten wir diesen Situs CT eingeführt, aber ich hatte ihn nicht wirklich eingeführt. Ich habe nur gesagt, dass es ihn gibt und jetzt wird das eben ausgeführt. Beispiel. Sei T eine nicht unbedingt propositionale geometrische Theorie. Das heißt, es darf vorkommen, Top, Bottom und oder großes oder Existenzquantifikation, Gleichheit. Und Sorten dürfen jetzt eben auch vorkommen, sonst würde das Existenzzeichen hier auch gar keinen Sinn ergeben, weil ich keine Sorten hätte zum drüber quantifizieren. So, dann gibt es den Situs CT. Ich möchte den einführen und
damit ihr Übungsaufgaben dazu bearbeiten könnt. Und dann sagen, wozu er gut ist. Und ich werde noch ein ganz erstaunliches Metatheorem gleich dazu anschreiben. So, die Objekte. Die Objekte sind formale Ausdrücke von folgender Form. Dieser Form. Dabei ist das da einfach in der Kurzschreibweise für irgendeinen Kontext, also irgendein klein x1 Doppelpunkt groß x1 bis klein xn Doppelpunkt groß xn. Die groß x sind halt die Sorten, die in der geometrischen Theorie vorrätig sind. Und phi ist irgendeine Formel über diesem Kontext. Ich stelle mir das wie folgt vor, nämlich als die Menge all derjenigen x1 bis xn aus groß x1 bis groß xn, so dass phi für diese Werte erfüllt ist. So stelle ich mir das vor. Okay? Dann Morphismen. Also was sind die Morphismen von so einem Ausdruck zu so einem Ausdruck? Ich muss eine Sache noch dazu sagen, bis auf Umbenennung der Variablen. Also wenn ein so ein Ausdruck aus einem anderen hervorgeht, in dem einfach systematisch alle Variablen umbenannt wurden, dann möchte ich das als dasselbe Objekt in diesem Situs ansehen. Okay? Ich hätte das Problem nicht, wenn ich die Breuen-Indizes verwenden würde an der Stelle. Okay, und wenn ich das jetzt angebe, dann mache ich das nur für den Fall, den ich ohne Einschränkung aber immer herstellen kann, dass die Variablen in x und y disjunkt sind. Dass keine Variable von dem Kontext x in y vorkommt und andersrum. Okay, und das wird folgende: Menge der funktionalen Formeln Theta im Kontext xy modulo einer Äquivalenzrelation. Was ist so eine funktionale Formel? Wie stelle ich mir die vor? Die soll mir eine Relation kodieren auf dieser Menge kreuz dieser Menge. Und zwar nicht irgendeine Relation, sondern eine funktionale Relation. So dass es zu jedem Element x ein y gibt, sodass dann das Tupel hier drin liegt. Und zwar auch genau ein, so ein y. Sodass also Theta genau der Graph von der Funktion wird. Deswegen ist es dann auch sinnvoll, das zu definieren. Das heißt, drei Axiome müssen erfüllt sein. Theta, da kommen Variablen x und y vorne. Das muss Phi und Psi implizieren, damit das überhaupt dann eine Teilmenge quasi wird von dem Produkt. Zweitens, wenn Phi gilt, dann soll es auch ein Y geben, sodass Psi gilt. Und drittens, wenn Theta gilt und wenn außerdem Theta gilt, wobei man aber Y' geschrieben hat für Y, dann ist y gleich y'. Diese beiden Sachen könnte man auch zusammenfassen zu einem, dass man einfach sagt, es gibt genau ein y, so das besiegelt. Nur ist das offiziell nicht mehr Teil von geometrischer Logik. Ich muss das als syntaktischen Zugriff für eben gerade das verstehen. So, und wann sehe ich zwei Formeln als äquivalent an? Naja, wenn sie quasi Anlass geben zur selben Teilmenge, bildlich gesprochen. Und die formale Definition lautet, Theta steht in Relation zu Theta Schlange, genau dann, wenn die Theorie T folgendes zeigt, wenn Theta und Theta Schlange gelten sollte, für Y Schlange, lass das mal einen Strich umwandeln,
So, sonst kann ich nämlich nicht die beiden Akzente kombinieren. Dann soll schon y gleich y' sein. Das heißt, das sind verschiedene Formen eventuell, die aber von denselben Werten erfüllt werden. Die zweite lineare Teile muss da ein T drin. Ja, danke. Genau. Immer wenn wir ein Tupel x haben, was phi erfüllt, dann soll es ein Tupel y geben, sodass dann das Tupel xy in der Relation Theta liegt. Das heißt, funktional. Das heißt, das ist, die Informatikerinnen nennen das links total und das rechts eindeutig oder so. Wie bitte? Ja, danke sehr. Perfekt. So, und jetzt schreibe ich die Bedeckung kann ich euch jetzt gerade nicht mehr angeben, weil wir nur noch 5 Minuten haben. Die stehen aber auch jetzt schon auf dem Übungsblatt. Und ich schreibe euch das Theorem dazu auf. Das sieht hier wieder so unscheinbar nach einem Beispiel aus, aber in Wahrheit steckt ja wieder mehr dahinter. Wie bei Örtlichkeiten auch haben wir folgendes Theorem. Jeder Grothendieck-Topos überhaupt ist äquivalent zu einem Topos der Gaben über einem Situs wie hier. Der Topos der Gaben über CT heißt klassifizierender Topos von T. Und er nimmt dieselbe Rolle ein wie die klassifizierende Örtlichkeit von der propositionalen geometrischen Theorie. Nur, dass jetzt T nicht mehr propositional sein muss. Im Fall, dass T doch propositional ist, dann kommt hier ein Topos raus, der äquivalent ist zum Topos der Gaben über der klassifizierenden Örtlichkeit von T. Ja, so subsumieren wir wirklich also die frühere Situation. So, das Theorem dazu ist wie folgt. Sei T eine geometrische Theorie, seien Phi und Psi geometrische Formeln im Kontext x, dann gilt, in dem klassifizierten Topos gilt dann das da. Ich merke hier gerade, dass ich eine Kleinigkeit noch nicht eingeführt hatte. Das hätte ich früher machen können, ist überhaupt nichts Wildes. Einfach, wenn ich links nicht den Namen von der Stage schreibe, sondern den Namen von einem Topos, dann meine ich, dass Phi auf allen Stages gilt. Für alle Objekte von U. Ja? Das gilt im Topos, überall. Äquivalent auf dem Terminalobjekt des Situs, sofern vorhanden. Ist hier vorhanden? Übungsaufgabe. Also immer wenn, es fehlt noch was, ja. Also es gilt nicht immer, ja? Sondern das gilt, falls Phi Psi bedingt. Also immer wenn die Theorie beweist, dass aus Phi Psi folgt, dann gilt auch das da. Und die Rückrichtung gilt auch. Aber man muss hier höllisch aufpassen, dass Phi und Psi wirklich geometrische Formeln sind. Sonst ist es falsch. Sonst kann rechts viel mehr gelten, als links der Fall ist. Und ein Korollar davon ist dann folgendes. Sei die Situation wie im Theorem. Dann sind äquivalent
mehrere Aussagen. Erstens, das da. Und diesmal schreibe ich es ganz ausführlich aus. Modulo T in geometrischer Logik. Zweitens, das da in voller intuitionistischer Logik. Drittens, dass das in dem Topos gilt. Und wir können auch etwas dazu nehmen, nur dann ist es nicht mehr direkt im Korollar aus dem Theorem. Wir können nämlich noch ein 2,5 dazu nehmen. Dann steht da folgendes. Phi bedingt Psi modulo der Axiome von T in klassischer Logik. Und 2,75. In klassischer Logik plus Auswahlaxiom. Also für geometrische Sequenzen sind all diese 5 Aussagen zueinander äquivalent. Und auch schon die Äquivalenz der ersten 3 ist hochinteressant und gelingt halt mit dem klassifizierenden Topos als Bindeglied. Wenn wir 1 haben, dann haben wir trivialerweise auch 2, weil nur noch mehr Schlussregeln zur Verfügung stehen würden. Wenn wir 2 haben, gilt auch 3, denn wir wissen, die interne Sprache macht volle intuitionistische Logik mit, nicht nur geometrische Logik. Wenn wir 3 haben, haben wir 1 wegen des Theorems. Zweieinhalb, das ist so ähnlich wie ganz am Anfang der Vorlesung, wo wir ein ähnliches Metathem gezeigt haben. 2,75 ist nochmal spannend und bei 2,75 sollte ich dazu sagen, dass wir die Äquivalenz von dem zu den anderen Sachen nur dann haben, wenn wir Auswahlaxiom in der Metatheorie haben. Mit Auswahlaxiom in der Metatheorie. Sonst ist Aussage 2,75 im Allgemeinen verschieden von diesen Aussagen. Das bringt uns übrigens in eine kuriose Situation und mit der Bemerkung möchte ich schließen. Angenommen, wir erlauben also Auswahlaxiom in unserer Metatheorie, dann kann es ja sein, dass für irgendeine Sequenz das da erfüllt ist. Dann wissen wir also mit Auswahlaxiom, dass da auch das da erfüllt ist. Das heißt, wir wissen auf unkonstruktive Art und Weise, dass ein konstruktiver Beweis existiert. So was gibt's. Vielen Dank.